Matthias Hopke mit den Nachrichten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Ihnen nicht unbekannt sein dürfte, sind ja unsere Nachrichten die neuesten Nachrichten, die es überhaupt gibt. Nicht einmal ich habe die Möglichkeit, diese Nachrichten vorher zu lesen. Unsere Nachrichten kommen von einem Nachrichtengeber, von einem Apparat hier im Studio. Wenn also unsere Nachrichtensendung beginnt, dann treffen die aktuellsten Nachrichten auf diesen Nachrichtengeber und kommen sofort auf meinen Schreibtisch. Sie erleben also die neuesten Nachrichten genau in dem Augenblick, wenn sie zustande kommen. Und nun zu den Nachrichten. Wie ich gerade sehe, ist eine kleine Panne bei unserem Nachrichtengeber aufgetreten, der aber sicher gleich behoben wird. Ist schon behoben. Bitte zu den Nachrichten. Danke vielmals, Willi. Also, der Nachrichtengeber ist defekt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, es wird Sie sicher interessieren, sich einmal mit den Nachrichten von gestern zu befassen. Ja? Also, dann gehen wir vielleicht mit den Sportnachrichten weiter. Ja? Ich sehe gerade, dass die neuesten Sportergebnisse hereinkommen. Bitte, Willi, die neuesten Sportberichte. Einen Moment, meine Damen und Herren, sofort lese ich sie Ihnen vor. Also hier die Ergebnisse vom Sport. 8:3, 2:5 und 6:1. Aha, der kommt doch was nach. Ja. Also hier das Endresultat 3. Naja, das wird also unseren Bundestrainer ganz besonders interessieren. Danke für die Nachrichten, Willi. Ja, also, aha, das sind vielleicht Nachrichten vom Eishockey, ne? Meine Damen und Herren, Sie sehen also hinter mir an der großen Leinwand jetzt unseren Bundestrainer Helmut Schmidt in Begleitung seiner beiden Lieblingsspieler Franz Beckenbauer und Berti Vogts, mit deren Leistungen er ja immer ganz besonders zufrieden ist. Sie sehen diese beiden Herren jetzt hier auf der Leinwand im Training. Irgendwo da hinten müssen Sie da sein, nicht? Meine sehr verehrten Damen und Herren, vielleicht wäre es auch ganz interessant, wenn Sie sich jetzt einmal mit dem Wetter befassen würden, mit den Wetterberichten. Hm? Ich würde sofort den Dr. Steinhäuser fragen. Dr. Steinhäuser, wie sieht es denn mit dem Wetter morgen aus? Dr. Steinhäuser ist im Moment nicht da. Er kommt erst Montag von seinem wohlverdienten Urlaub zurück. Wie ich gerade sehe, sind die Arbeiten am Nachrichtengeber beendet. Also bitte weiter in den Nachrichten. Danke Ihnen. Sag einen Film an, du Idiot. Ich meine, also sofort wird die Arbeit sicher bald beendet sein. Aber in der Zwischenzeit, meine Damen und Herren, sehen Sie sich vielleicht einen aktuellen Dokumentarfilm an mit dem Titel Mittelalterliche Brunnen im Oberfrankenland. Willi, ich finde es ungestimmt. Ja, ich sterbe ja hier, Willi. Willi, in der untersten Schublade. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zum interessanten Teil unserer Nachrichtensendung. Sie, meine Damen und Herren, an den Bildschirmen zu Hause, können jetzt Ihren Nachrichtensprecher anrufen und können ihm Fragen stellen, vielleicht betreffender Nachrichten oder irgendwas. Sie können nur hier diesen Apparat im Studio sofort anrufen. Ich sage Ihnen auch gleich die Nummer. Das ist also 99 40 80. Bitte rufen Sie an. Selbstverständlich ist der Apparat zu Anfang immer sehr überlastet. Machen Sie sich deswegen gar keine Sorgen. Sie können ruhig weiter probieren. 10 Telefonistinnen warten nur darauf, Sie mit mir zu verbinden. Willi, ist der Stecker überhaupt drin? Meine Damen und Herren, Sie müssen auch nicht unbedingt etwas wegen der Nachrichten fragen. Sie können auch noch etwas nach persönlichen Fragen. Sie können mich befragen. Sie können vielleicht etwas über den Sender fragen. Oder vielleicht wollen Sie nur Ihre Leitung ausprobieren. Da ist schon der erste Anruf. Ja, hier ist Hopke mit den Nachrichten. Bitte, ich notiere sofort. Ja, einen Moment bitte. Ein Laib Brot. Und 10 Eier, bitte. Nein, meine Lieblinge. Nein, meine Lieblinge. Das geht jetzt nicht.
nicht. Warum? Nein. Ich bin im Bild. Ja, ich bin sogar in des Wortes wahrste Bedeutung im Bilde. Ach, das ist voll. Also bitte schon, du willst gut, ja. Schnutzi Putzi, ich hab dich lieb, danke. Meine Damen und Herren, ich glaube, es ist die höchste Zeit, dass ich mich von Ihnen verabschiede. Ich werfe jetzt einen Blick auf die Studio-Uhr. Es ist genau 20.30 Uhr. Danke Ihnen für links für die Aufmerksamkeit. Und glauben Sie mir, meine Damen und Herren, keine Nachrichten sind immer besser als schlechte Nachrichten. Und heute Abend keine Nachrichten sind die besten Nachrichten, die wir Ihnen als gute Nachrichten in der Nachrichtensendung bringen. Auf Wiedersehen.